Boah, Glatze wäre Horror für mich. Das ist wirklich ganz schlimm für mich. Okay. Eine Ausfahren ist bei mir gar nicht so das Ding. Also bei mir ist es eher schon immer so gewesen. Ne? Also ist eigentlich gar nicht schlimm so für viele, die es auch jetzt nicht so empfinden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Zopf machen wollen würde, würde es mich halt stören, dass es dann so aussieht. Und da hätte ich schon ganz gerne ab und zu mich hier einen Ticken mehr, dass es hier so aufgefüllt wird. Weil es mich einfach stört. Und manchmal ist es auch auf so einigen Fotos, wenn ich jetzt gerade so einen Seitenscheitel habe, dass ich halt diese Stelle hier sehe, weil mein Haaransatz halt hier vorne auch relativ weit vorne ist. Ne? Wäre der jetzt ein bisschen weiter hinten, wäre es nicht so schlimm, aber so stört es mich halt. Und ausgefallen ist aber nichts, es ist leider einfach so gewachsen. Aber das hatte ich halt einfach schon immer, das hatte ich schon so seit ich 16 bin. Das ist halt jetzt die Frage, also kann ich mit dem Style draußen rumlaufen danach? Jetzt wird erstmal ein bisschen desinfiziert. Okay. Und dann betäuben wir das ein bisschen. Wie gesagt, das piekt ein bisschen. Einfach Zähne zusammenbeißen. Gut geht es? Mhm. Hier, Nacken ist natürlich ein bisschen unangenehmer. Weiß, sorry. Und? Wie läuft? Super. Also 20 haben wir schon. Durst habe ich auch. Hä? Hm? Sieht gut aus? Sieht super aus. Tut weh beim Zuschauen? Bisschen. Ja? So, wie fühlst du dich? Ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich relativ gut. Ich habe das alles ein bisschen schlimmer erwartet und muss sagen, ich bin positiv überrascht. Sehr. Also ich finde, es ging auch relativ schnell. Also die Zeit, muss ich sagen, ist wirklich so jetzt vergangen. Und Kohldampf habe ich. Richtig Hunger. Das ist natürlich blöd jetzt, dass ich da jetzt überall weiß bin. Jetzt muss ich ja nochmal in Urlaub. Ja?